Grüß Gott. Grüß Gott, was kann ich für Sie tun? Können Sie bitte meine Schreibmaschine reparieren? Schulz hat die Frage erst nicht verstanden. Wie bitte? Können Sie mir bitte das da reparieren? Jesus, was ist denn das? Ist das ein Traktor? Nein, das ist eine Schreibmaschine. Ich hab sowas überhaupt noch nicht gesehen. Wo haben Sie denn das her? Das ist meine Schreibmaschine, mit der ich seit 30 Jahren schreibe. Ach so, mit dem kann man schreiben. Ist da Word drauf? Was ist da drauf? Word von Microsoft. Na. Da ist ein Farbband drauf. Ach so, das ist ein Drucker. Nein, das ist eine Schreibmaschine. Sagen Sie, wie alt sind Sie? 20. Wieso, wie alt sind Sie? 43. Ist das ein Erbstück? Nein, das ist eine Schreibmaschine. Ja, aber zum Schreiben braucht man keine Maschine. Haben Sie keinen Computer? Na, wozu? Das Problem ist bitte, das F hängt. Das F hängt. Ja, na gut, dann zeigen Sie halt einmal her, ne? Entschuldigung, wo ist der Akku? Haben Sie den Akku vergessen? Nein, das ist eine Schreibmaschine. Ja, aber ohne Akku können wir es nicht hochfahren. Was wollen Sie denn da wohin hochfahren? Schauen Sie, das frage ich mich auch, weil DVD-Laufwerk hat sie auch keines. Oh nein. Das ist ein sehr altes Modell, das müssten Sie bitte updaten. Reparieren heißt das. Nicht updaten, reparieren. Das F hängt. Entschuldigung, wo ist der Monitor? Bitte, Monitor hat sie auch keinen. Ja, für was auch? Ist Ihnen vielleicht abgestürzt? Ernst? Ich geh doch nicht mit der Bergsteigen. Das ist meine tolle Schreibmaschine und die steht seit 30 Jahren auf meinem Schreibtisch. Und jetzt plötzlich hängt das F. Probieren Sie es mal mit Drück Alt entfernen. Wie denn mit was? Drück, Alt, entfernen. Entfernen kann ich nicht schreiben. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ich vermute, weil das F hängt. Hören Sie, ich habe jetzt schon verstanden, dass das F hängt. Aber wissen Sie was? Schmeißen Sie das drum weg und kaufen Sie sich einen Computer. Gut, ich brauche einen Computer. Dann können Sie Musik hören. Ich habe einen Plattenspieler. Sie können Filme schauen. Ich gehe ins Kino. Sie können E-Mail schreiben. Hä?
Elektronisch Briefe verschicken. Das mache ich auf der Post. Sie können im Internet Frauen kennenlernen. Ich sitze im Kaffeehaus. Sie können im Internet mit Freunden kommunizieren. Ich habe ein Vierteltelefon. Sie können sich im Internet Pornos anschauen. Dafür wie die Nachbarn. War Witz. Ist ja auch ganz wurscht. Ich will jetzt nicht unhöflich werden, aber wollen Sie mich nicht verstehen? Bitte? Ein Computer bringt doch nur Vorteile. Aber geht diese tolle Schreibmaschine habe ich seit 30 Jahren. Und wissen Sie, wie oft ich sie reparieren lassen musste? Wie oft? Dreimal. Sehen Sie, da hätten Sie schon 26 Computer wegschmeißen können.